Hallo, Servus und Moin Moin, liebe Leute. Willkommen zurück zum Euro Truck Simulator 2. Wir sind weiterhin auf dem Weg nach Palermo. Die gute Paola ist wach, wir haben gefrühstückt. Wir schauen, dass wir hier einen Auftrag kriegen, der uns weiter Richtung Süden, Richtung Italien führt. Wie gehabt. Übrigens die Zeit, ja, ihr seht schon, wir nähern uns tatsächlich unaufhörlich. Von Salzburg, da geht's weiter, da geht's mir zu weit nach da. Das ist jetzt ein bisschen schade, muss ich sagen. Okay, Leute, also von hier aus haben wir jetzt nicht so tatsächlich nicht so die. Und hier haben wir über 1400 Kilometer. Da kriegen wir in einer Folge tatsächlich nicht rein. So, wir haben aber in den letzten Folgen ja durchaus ein paar Euro machen können. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal, dass wir uns dann vorsichtig vorarbeiten und verzichten vielleicht einfach mal auf einen Auftrag. Wir fahren weiter nach Innsbruck, schauen uns hier ein bisschen um, da haben wir noch ein Fragezeichen offen. Dann würde ich sagen, wäre das nämlich eine Möglichkeit. Hier kann man dann nochmal schlafen und dann schauen, wie es weitergeht. Okay, würde ich sagen, machen wir. Würde ich sagen, das machen wir, Leute. Das nicht, das nicht. So, jetzt hatte ich vom guten Nino den Tipp bekommen, wir könnten, dass wir hier, jetzt müssen wir mal ein klein bisschen so die Spiegel machen, logischerweise aus. Den lassen wir drin. Fahrzeugeinstellung, nee, das war's nicht. Einen Auftrag haben wir nicht, das weiß ich, Leute. Schaden haben wir auch nicht, sieht soweit gut aus. Und eine Ruhepause wollen wir auch nicht. So, der Nino meinte nämlich, wir könnten hier einstellen, dass wir auch die Nebenstraßen nutzen können. Da sehe ich ehrlich gesagt nicht wie. Da müsste ich mich tatsächlich nochmal schlau machen und nachschauen. Dachte, das wäre selbsterklärend, aber ist scheinbar nicht so. Okay, wir fahren weiter. Wetter ist schön. Und Zeit zu gehen. Und wir gönnen uns halt mal eine Strecke ohne Fracht. Biege nach rechts ab. Neu berechnen. Ich will mich hier noch mal eben umschauen. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab.
So, ich muss mal eben halten, weil ja, der GPS-Gerät funktioniert nämlich gerade nicht. Ich bin immer noch an der gleichen Stelle. Sollte funktionieren. Dann können wir hier noch mal nachschauen. Über die Funktionen wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Über die Optionen. Nee. Müsste hier sein, oder? Einstellung. Navi-Modus. Okay, lass uns eine neue Route finden. Ah, Leute, okay, da haben wir es. Da können wir nämlich die Nebenstraßen nutzen. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wo der uns denn entlang führt. Schauen wir mal schauen. 378 Kilometer. Ist auf jeden Fall länger. Dann sage ich mal danke für den Tipp, lieber Nino. Denn auch wenn wir hier jetzt längere Strecken zu fahren haben, denke ich mal, dass wir durch die Nebenstraßen dann doch ein bisschen demnächst rechts abbiegen. Mehr zu sehen bekommen, als wenn wir nur auf der Autobahn sind. Biege nach rechts ab. Ob das allerdings stimmt, das wird sich natürlich erst noch zeigen. Okay, hier wird gearbeitet. Da ist mit seinem Kranwagen unterwegs. Und die gute Paola hat schon gesagt, die hat gestern mit der Family in Palermo telefoniert und die Leute sind mega dankbar. Demnächst links abbiegen. Und da haben die auch schon eine kleine Überraschung für mich. Das Ganze nach links ab. Ist kein Messer im Rücken, weil der schon mal was wert ist. So. Also ich weiß auch schon, worum es sich da handelt, denn ein Cousin von ihr, der, oder Cousin, der will sich da schon mal umschauen, ob es nicht irgendwo in Palermo oder Umgebung noch eine nette Garage zu, ob da nicht noch eine Garage zum Verkauf steht. Und wir uns demnächst links abbiegen. Und wir uns dann tatsächlich noch in Italien niederlassen können, beziehungsweise eine Zweigstelle aufmachen. Nach links ab. Wir sind uns auch schon einig. Die Strecke, ich sag mal, wir haben ja schon ein Ende in, es ist ja schon ein Ende in Sicht, so sehr lange ist es ja nun nicht mehr. Ein paar Meter 50 im Vergleich zu dem, was wir schon hinter uns haben. Also erstmal
Raus, Salzburg. Ne, wir sind uns da auf jeden Fall einig, dass wir in Kontakt bleiben werden, auf jeden Fall. Und ich habe schon da mehr oder weniger eine kleine Ferienhütte bekommen durch die Familie. Oh, ich habe jetzt hier kleine Wohnung, kannst du, oder kleines Häuschen, kannst du jederzeit wohnen. Coole Sache. Immer geradeaus. So sieht auf jeden Fall schon mal richtig schick hier aus in Salzburg. Wir sind hier gestern auch noch ein bisschen durch die Gegend. Keine Festspiele zurzeit, ne? Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, ist ein bisschen Verkehr hier, ne? Ist schon ein bisschen Verkehr, aber nicht so extrem. Ich hoffe, dass wir gut durchkommen. Dir geht's noch, ja? Dir geht's noch gut? Tanken brauchen wir erstmal nicht. Komm, wir ziehen durch, egal jetzt. Was kostet die Welt? Aber wie gesagt, auch hier schön halten und dann links abbiegen. Schön umgesetzt. Biege nach links ab. So, an euch Österreicher und Salzburger, wie findet ihr denn die Umsetzung hier im Spiel? Ist da das österreichische Flair vorhanden? Erkennt ihr es wieder? Klar ist das keine 1:1 Umsetzung oder so, sondern einfach nur mehr oder weniger. Das diese da oben rechts, ne? Der Balkon mit den vielen Blumen zum Beispiel. Siehst du auch, rechts abbiegen. Siehst du gerade viel in den ländlichen und südlichen Gegenden zu Bayern und so, habe ich es auch schon oft gesehen. Biege nach rechts ab. Österreich selbst war ich einmal erst in Schladming. Und da war ich, ich weiß nicht, hatte ich da schon Haare am Sack, Leute? Also das war so ewig lange her. Am Flughafen vorbei. Immer geradeaus. Bitte rechts halten. Also ich finde es echt nice hier, ne? All die kleinen Häuschen, schön grün alles. Und im Prinzip so, wie ich mir so ein österreichisches Städtchen vorstelle, ne? Also die Außenbezirke, die wir hier gerade sind, so
Also nicht Groß, kein Großstadtflair. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Bitte links halten. So, und jetzt haben wir gerade keinen Hänger dran. Wollen wir mal probieren, was der uns an Power gibt hier? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Dass wir hier die Mautstraße umgehen. So, wir sind zurück in Deutschland. Bitte kein Stau, Leute. Kein Stau, wenn es geht. Im Chiemgau. Hier geht's langsam voran gerade. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Auch sehr schöne Aussicht hier, Leute. Schaude. Schaude. Schön am Chiemsee, Chiemsee, sag doch mal. Ja, liebes Navi, da gab es keine echte Ausfahrt, so wie es aussieht, würde ich sagen. Richtung Innsbruck. Ich schätze, dass wir hier gleich ab müssen.
Okay. Dachte, wir würden hier entlang, aber okay. So, wie gesagt, kleine Garage in Italien, sich da niederlassen. Wir werden langsam international von der Spedition her, muss ich sagen. So, europaweit ist natürlich schon was, ne? Und wir brauchen ja keine riesen Lager in Deutschland oder so. Reicht ja, wenn man kleine Lager überall hat und dann dementsprechend seine Ware von A nach B liefern kann. Und wenn wir dann überall die Zwischenlager haben, hilft das natürlich wahnsinnig und ungemein. Bitte rechts halten. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Sind wir bei? Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Richtung Mittlerer Ring, ja, machen wir. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Also, ich glaube, die Sache mit den Sebenstraßen, mit den Nebenstraßen, die macht die Sache noch mal interessanter, ne? Ich glaube, die macht die Sache noch mal interessanter. Verdammt, ich sehe gerade, okay, die Ampel nicht, wollte ich sagen. Guck, der hat da einen schönen Pavillon in seinen Garten gestellt. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus und Dann dann rechts abbiegen. bleiben wir immer geradeaus, okay. Biege nach rechts ab. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Also den Route Advisor und die neue Nimm diese Ausfahrt. Navi-Stimme habe ich bis jetzt immer noch nicht geschafft, Leute. Da müsst ihr mir mal auf die Füße treten, dass ich dran denke. Wir das dann bei der nächsten Werkstatt oder so mit Bitte einbauen. links halten. Aber echt schöne Gegend so, ne?
Also hier auf dem Feld rechts war gerade noch ein schöner Trecker, wollte ich sagen. Erinnert mich ein bisschen an den Landwirtschaftssimulator, den wir ja nur schon seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt haben. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Aber mir fehlt einfach die Zeit, Leute. Ich weiß nicht, wie ich das alles unter einen Hut bringen soll. Na, habt ihr hier leichte Probleme? Ah, was eine Aussicht, was eine Aussicht. Hier mit den Bergen im Hintergrund. Ups, Moment. Ich bin halt immer wieder begeistert hier vom ETS und auch von den Pro-Mods bzw. Den anderen Moddern, die hier sich eingebracht haben. Die Liebe zum Detail, die hier teilweise drin steckt, die hilft immer wieder, oder die hilft auch dem Spiel halt, sich so lange zu halten, ne? Geradeaus. Schön die kleinen Dörfer, da die Dorfkirche. Moment, da will ich noch mal eben schauen. Jetzt gehe ich mal eben in die Außenansicht, Leute. Mit, so, das sollte ich jetzt machen. So, bleib mal eben auf Abstand. Ich weiß, das gehört sich jetzt nicht. Aber ich muss tatsächlich hier einmal kurz rein. Ich muss hier einmal kurz rein, Leute. Hier mal eben kurz stehen bleiben. Ja, eine Ruhepause will ich eigentlich gar nicht mal. Nee, warte. Müssen wir noch ein Stück vor?
So, nächsten Aussichtspunkt, den wir hier gefunden haben, zeigt ein bisschen die Gegend. Sehr schön, Leute. Kleine Zwischensequenz. Leute, jetzt brauche ich mal eure Hilfe. Was, das ist ein Kloster? Könnte sein. Es sah irgendwie aus wie ein Kloster oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich bin da gerade ein bisschen hilflos und planlos, wie sich das gehört. Gut. Würde ich sagen, geht das weiter? Kloster Etal, ne? Oder? Ist es das? Ist es das nicht, Leute? Braucht man Hilfe von euch? Einheimischen, Eingeborenen. Ah, schade, so kriegen wir kein schönes Bild hin, aber egal. Wir fahren weiter. 140 Kilometer haben wir noch. Auf dem Tacho, die kriegen wir auch noch weg. Andere Seite ist gesperrt. Ob die zweite Röhre gerade hier fertiggestellt wird oder ob es ein Neubau ist, kann ich natürlich auch nicht sagen. Geradeaus. So, ich hoffe zumindest, dass wir dann von da aus einen neuen Auftrag bekommen. Und zurück in Österreich sind wir jetzt. Und zwar in Tirol. So, lieber Apehänger, wenn ich das richtig gehört habe oder richtig verstanden habe, bist du ja auch ein Tiroler, beziehungsweise wohnst in Tirol. Und wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, jetzt könnte ich auf einen Kaffee vorbeikommen, ne? Wenn ich schon mal hier bin.
auch Lust zu hätte. Es gibt ja wohl auch diese geheimen Straßen und Nebenstrecken hier. Die müssten wir bei Gelegenheit oder irgendwann auch noch mal versuchen zu entdecken. Ihr merkt schon, die Nase immer noch dicht. Aber ist so, wenn du jetzt hier siehst, Mitte Mai, Richtung Ende Mai gehen und wir haben hier das absolute Aprilwetter. So, 60 Kilometer noch, Leute. 60 Kilometer. Und ich muss sagen, von der Aussicht her hat mir die Strecke jetzt echt gut gefallen. Wobei ich glaube, im echten Leben möchte man auch nicht an so einer Straße wohnen, ne? Wo du ständig den Güterverkehr entlang donnern hast und du dein Häuschen vielleicht da direkt an der Straße. Hier werden wir natürlich so ein bisschen durch die 30er-Zone abgebremst, ne? Notweg, Leute. Lasst mal eben stehen bleiben. Ich will mal kurz auf die Map schauen. Hier vorne ist natürlich direkt Innsbruck, wo unser Ziel ist. Meint ihr, der Notweg, der bringt uns irgendwo hin? Meint ihr, der bringt uns irgendwo hin? Oh, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. War jetzt nicht die beste aller Ideen, ne, Leute?
das war jetzt nicht die beste aller Ideen, so kurz vorm Ziel. Ach ja. Da haben wir wohl nur eine Möglichkeit, zurücksetzen auf die Straße. Aber da hat meine Neugier halt gesiegt, ne? Da hat meine Neugier gesiegt. Hatte die Differentialsperre noch an, ein Blick aufs Keyboard und schon bist du auf der Nebenfahrbahn, Leute. Auch hier wieder so ein Notweg, den nehmen wir diesmal nicht. Auch hier wieder so diese ganzen Notwege. Okay, Leute, wartet mal. Da Gianni Pizzeria. Die wärmen wir uns. Glaube ich, wir sind kurz vor Innsbruck. Wir sind eh kurz vor Innsbruck, Leute. Ich würde sagen, ich mache mir das hier mal gemütlich. Lecker Pizza essen bei Da Gianni. Schön bei Da Gianni Pizza essen. Hier die Nacht schlafen und uns dann einen Auftrag für den nächsten Tag suchen. Was meinst du? Was hast du? Hunger? Hast du ein Hüngerli? Ist 16.53 Uhr, 17 Uhr, also eigentlich eine gute Zeit, Feierabend zu machen. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst gerne einen Kommentar, ein Like da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es dann weitergeht mit der Paola nach Palermo. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und ciao, ciao.